Seine meisterhaften Jagdkünste haben ihn an die Spitze der Nahrungskette gebracht. Ist der Evanio im Strich? Boah, was ein Arschloch. Aber den würden wir wollen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und es ist halt wirklich passiert, ne? Ich darf 500.000 Schweine im Schweinestall begrüßen. Ich muss euch wirklich sagen, vielen, vielen lieben Dank für eine 500.000, verdammte Scheiße. Und als 500.000 Spezial habe ich mir überlegt, ey, wir machen eine Woche lang Burger King. Ja, ich tue mir das wirklich an, aber zuerst will ich natürlich wissen, wie viel wiegt denn das dicke Schwein derzeit? Da ist die Waage und ich dickes Ding muss jetzt mal rauf, Alter. Ich habe so Angst. Bitte nicht so fett, bitte nicht so fett. Oh, Scheiße. Boah, du dickes Ding. Aber das will ich natürlich wissen, damit ich am Ende des Videos sehen kann, wie viel nehme ich jetzt in dieser Woche hier zu. Also schaut bis zum Ende, wenn ihr sehen wollt, wie fertig geworden bin. Und ihr könnt euch ja denken, was bei 1 Million Abonnenten wahrscheinlich für ein Spezialkonto wird. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit eine Woche lang Burger King. Burger King. Das wird mein Zuhause für die nächste Woche. Guck mal, wir kaufen jetzt genau den hier. Der wird niemals so aussehen. Naja. So ganz sieht er nicht aus wie auf dem Bild. Voll ekelhaft. Naja, Burger King Fleisch oder McDonald's Fleisch, da bin ich von beiden nicht so wirklich Fan. Weil schmeckt irgendwie noch gar nicht. Dazu gibt's noch echt geile Pommes und ey, jeder, der Ahnung von Pommes hat, weiß, Burger King Pommes sind wirklich besser. Stimmt gar nicht. Nicht, weil sie sind einfach viel kartoffiger, viel größer, viel dicker. Diese McDonald's Pommes sind so extrem labbrig, Alter. Auf so labbrige Schwänze stehe ich immer nicht. Und dazu habe ich mir noch so Chili Cheese Nuggets bestellt, die kenne ich noch gar nicht. Das ist ein ganz gute heilige Mischung. Lecker. Immer wenn ich bei Burger King essen war, ich fühle mich danach immer schlecht. Vielleicht kennt ihr das ja. Problem ist allerdings, das wird ja diese Woche nicht besser, weil ich eine Woche lang mich von Burger King ernähren muss. Naja, auf zum nächsten. Danke, du Schbecki. Und ich bin jetzt auf der Reeperbahn, wie man hier sehen kann. Und da ist Burger King. Hallo. Ja, 2 Blowjobs bitte zum Mitnehmen. Kommt sofort. Ey, guck mal dieses Krüppelding an. Das ist ja wirklich riesig. Mensch, da sind die 2 Dosenbuben. Alter, Frechheit. Hochgradig asozial. Brotsoße versteckt sich hier irgendwo. Also irgendwie, Leute, ist das hier? Der schmeckt so seelenlos. Schmeckt halt gar nicht. So ein bisschen Ketchup, okay. Aber ich hatte Triple Whopper, Triple Fat, aber Triple nichts hier. Alter, ich habe noch nie bereut, so einen Burger so zu essen. Ich hätte den einfach nicht aufessen sondern wegwerfen sollen. Aber ich dachte, ach, scheiß drauf. Ich muss irgendwas essen, damit ich einfach satt bin. Ja, ich bereue den so krass, weil meine Toilette, meine arme Toilette, es tut mir jetzt schon leid. Boah, jetzt endlich schlafen gehen nach dem ersten Tag Burger King. Oh nein, scheiße, wo soll ich denn jetzt noch Burger King herkriegen? Oh, Moment mal, guck, was mein magisches Bett auf Lager hat. Ich darf nicht. Ja, was machst du denn okay. Heute Abend noch so? Ein Long Chicken. Der sieht verbraucht aus. Aber ja, das schmeckt einfach mal was. Die Soße, das ist geil. Ich als vorbildliches Schwein habe vergessen, gestern meine Zähne zu putzen und ich schwöre euch, es fühlt sich so an, als ob eine Ratte in meinem Mund geschlafen hätte. Mein Mund fühlt sich so ekelhaft an, was tue ich mir eigentlich an? Ey, Alter, ich will ein Like. Und wisst ihr was, ich will auch ein Abo. Und einen Kuss. Ey, das war einfach mal derselbe Mitarbeiter wie gestern. Ey, Mann, der denkt doch jetzt, ich bin richtig fett. Warum bist du so fett? Zum Frühstück 2 Burger. Mama, ich glaube, es ist offiziell. Ich bin fett. Verpiss dich. Aber gute Burger, muss ich sagen. Crispy Chicken und Chicken Nugget Burger, die schmecken da noch mal. Der wirklich nice. Ich schneide hier gerade noch mein Video, aber ich habe so verdammt Hunger. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was vom Crispy durchgelassen. Das hasse ich halt immer in diesen eine Woche Projekten, weil ich muss hier dieses eine Woche Ding in mein Leben rein integrieren. Und jetzt muss ich halt den ganzen Tag schneiden. Ich kann ja schlecht noch nebenbei zu Burger King die ganze Zeit rennen. Inzwischen in Buxtehude. Das kann doch nicht die Übung sein. Da fühle ich mich ja absolut wie... Alter, Video endlich geschafft. Jetzt geht's zu Burger King. Alter, ich hab so Hunger, Mann. Ich esse meinen Arsch auf. Rauf da. Alter, ich hab einen Platten. Wer war das? Und siehst in so einer Kreis... Oh Gott, da muss ich bestellen, ey. Man kann auch ohne Tomate bestellen. Ist ja sympathisch. And they call me for 1 minute and say you have to go back and that's shit for you. Yeah. Alter, dieser arme Mann, Alter. Er musste da extra nochmal hin, weil er die falsche Bestellung genommen hat. Das ist jetzt nicht meine Schuld, aber es hat mir ultra leid getan, weil ich war ja selber mal Lieferant. Und ich hatte mal dasselbe Szenario. Ich hab einfach auch falsche Lieferung genommen, war kurz vom Kunden und musste wieder zurückgehen. Ich hab einfach mal 6 Euro Trinkgeld gegeben. Aber jetzt muss ich natürlich die 6 Euro Trinkgeld irgendwie wieder reinholen. Deswegen gibt's jetzt ein Placement von Rachel. Nice. Ja gut, dann müssen wir es anders rein. Und zwar mit so leckeren neuen T-Shirt. Sieht zwar geil aus, aber Alter, das brauche ich in grün. Hä, ist doch absolut kein Problem, Mann. Und in schwarz-weiß? Alter, hast du das auch in weiß? Habe ich natürlich auch alles am Start. Hab mir nicht so aus dem angetan. Wo glaubst du, bist du ja eigentlich? Ich schlag zu. Evanio.de. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ich schnapp jetzt hier zu. Zu diesen leckeren Burgern, diesen leckeren Pommes, den Nuggets hier mit Mega-Dips. So long chicken hier. Ich bin bereit für dich. Wie fies ist der denn? Das ist ja ein Big King, glaube ich. Ein paar Pommes dazu, die Pommes am Burger King liebe ich, ja. Hey, ich meinte ohne Tomate. Und den Crispy Chicken, den habt ihr mir echt oft empfohlen. Auf Instagram nachgefragt, so, yo, was könnt ihr mir empfehlen, was Burger King angeht? Und dann kam einiges von euch rein. Habt doch den Crispy Chicken echt gelobt. Und mal gucken, wie der wirklich ist. Ich teste mal. Du Süße, kommst sofort her. Boah, ich bin aber auch eklig behaart. Moment, das müssen wir kurz ändern.
besser. Die neuen Gillette Fusion 5 Rasierer. Heute habe ich mal richtig Lust auf eine Lebensmittelvergiftung. Deshalb gehen wir zu einem Burger King mit 2 Sternen, Alter. Die Bewertungen da sind einfach zu köstlich. Ich meine, die Leute regen sich darüber auf, dass die Coupons nicht gehen. Keine Coupons, weder Kingboxen, gleichzeitig auch nicht freundlich. Ich gehe zu Mc's. Und dass es giftig ist. Schmutzig, überteuert und keine Gutscheine? Alter, ich freue mich drauf. Da ist dieser legendäre Burger King und hier mein Futter. Also der sieht wirklich einfach nur Hammer aus. Oh, der ist leider. Die Kuchen sich alles zugeben. Und die Pommes sehen auch ganz normal aus, sag ich mal. Ich bin wohl der einzigste Mensch, der sich Wasser nimmt bei McDonald's. Burger King, sorry. Und jetzt warten wir mal ein paar Stunden. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine stark verschmutzte Toilette reinigen kann. Oh, wie ihr schon sehen könnt, es ist abends. Ich habe abnormal krank Hunger, Alter. Ich nag gleich meinen Arsch kaputt. Ich habe die schlechteste Laune, die man überhaupt haben kann. Ich wollte heute unbedingt streamen, weil mein Internet ist von einem auf den anderen Tag nur mal schlecht geworden. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber die Mitarbeiter können mir auch einfach nicht helfen und ich konnte heute einfach nicht streamen. Ich habe noch so viel dafür getan. Es hat einfach nicht funktioniert. Das habe ich alles so krass abgefuckt, Alter. Und jetzt muss ich noch zum Burger King mit einer Scheiße reinziehen. Nein, wisst ihr was? Leck mich. Alter, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Oh, was? Dann geht das doch damit? Alter! Nein, das ist doch Hexerei. Braucht noch ein geiles Getränk? Hey! Ja gut, bei diesem leckeren Anblick kann man schon mal bessere Laune kriegen. Das macht Burger King gerade wirklich sehr attraktiv. Hey, Cheese Nuggets mit Jalapenos. Oh, die sind schon... Onion Rings habe ich mal gesehen. Die sehen echt lecker aus. Oh, das schmeckt aber geil. Dazu gleich mein Lieblingsburger Burger King. Der Crunchy Burger ist richtig heftig, Alter. Mit der Soße haben die echt brutal gegessen. Der Long Chicken ist auch echt mein Favorit. Das ist der Hammer. Du weißt, Essen kann man nicht lange sauer sein. Boah, der nächste Tag schadet gar nicht gut. Direkt erstmal auf Toilette. Die ganze Nacht ein bisschen Magenkrämpfe gehabt. Ich habe echt nicht so gut gepennt, ey. Und, kein guter Start in den Tag, aber jetzt freue ich mich schon auf die dicken Schweinebuletten. Hallo? Simon? Hallo? 24 Stunden nur vegan, gesund essen. Nein, 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 das tue ich nicht, Simon. Meine Freundin arbeitet für mich. Das freut mich für dich und Sabine. Vegan, vegan. Nein, das geht bei Burger King nicht. 520.000 Euro. Oh. Das ist jetzt hier der Salat. Und ich muss wirklich sagen, könnt ihr auch mal hier sehen. Das sieht wirklich gut aus. Riecht doch echt frisch. Ist gut. Moment mal. Parmesan. Wirklich lecker. Als ich die Mitarbeiter gefragt habe und gesagt habe, hey, kann ich Salat bestellen, musst du dir erstmal im Wörterbuch nachgucken, wie Salat überhaupt heißt. Sag Adresse, 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 sag Adresse. Naja, ich habe hier noch einen Wrap. Mal gucken, wie der von Burger King schmeckt. Schmeckt von Burger King, der ist geil. Also, ist Burger King ein Salatladen oder was? Der Big Caesar Chicken Salat ohne Chicken, wäre das möglich? Ach ja, Burger King hat ja mittlerweile einen veganen Burger. Ist nichts vegan. Und sogar vegane Nuggets. Und die würde ich echt gerne mal testen. Das ist jetzt hier der Whopper. Kommunterschied fühlt sich sogar besser an, muss ich sagen. Wie der wohl schmeckt, werden wir leider erstmal nicht herausfinden, weil ich habe hier einen alten Bekannten. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Jetzt geht's ab. Das müssen wir jetzt leider hier wiederholen. Das heißt, der Burger kommt hier rein. Ich wollte mir noch eine Sprite besorgen. Vielleicht, ich bin aufgeregt. Komm, ich mache die Mitarbeiter nicht. Das ist halt so laut. Es ist viel zu laut. Dieser Geruch. Das ist also vegan. Ist das widerlich. Alter, Leute, mir geht's so kacke. Das war so ein Fehler. Ich kotze gleich. Außerdem stink ich aus dem Mund wirklich. Das, wirklich, hier riecht man. Jetzt haben wir den Burger aber ordentlich, den vegan hier. Und ich bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Überraschend fleischig. Ich sehe doch eine Kuh. Der Whopper. Vielleicht sieht das Fleisch bei Burger King, dass es irgendwie nach nichts schmeckt. Aber hier schmeckt auf jeden Fall ein Hufen raus. Erstmal. Und was mit den Nuggets? Oh, hallo. Der ist lecker. Hammergeil. Hallo, Hungriger. Hey. Zieh dich sofort aus. Okay. Doch im Netz sind auch Betrüger auf der Suche nach ihren Opfern. Diese Woche bis jetzt habe ich einen unfassbaren Fehler gemacht. Ich habe keine Gutscheine genutzt. Also. Der Genuss ist doch nur 1,5 Kilometer entfernt. Boah, ich rieche ihn schon. Wow. Hier könnt ihr jetzt meine Ausbeute sehen. Sieht leider nicht so einladend aus. Ich habe mir so ein Curry Long Chicken geholt, damit ich mich ein bisschen wie in Indien fühlen kann. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Tomaten zwar drauf, aber er schmeckt echt enttäuschend. Lass dich nicht mehr enttäuschen. Aber was mit Double Steakhouse? Die habe ich mir extra geholt, weil ich wollte immer mal in 2 Steakhouses gleichzeitig sein. Hm? Das ist echt mächtig. Das Fleisch schmeckt mal nach was. Und nebenbei wird hier ein bisschen Cold Cheese geschnuppert. Vielleicht kennen ja einige von euch den Anime. Ich habe jetzt frisch 2 dicke Pakete voller Burger King. Das wird jetzt ein bisschen special, weil hier ist noch eine leckere Fritteuse, wie ihr sehen könnt. Und wir, ja, ihr könnt euch schon denken, wir frittieren jetzt Burger King. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was ein Arzt dazu sagen würde. Okay, dann müssen wir diese beiden Operationen noch eintragen. Aber Alter, das wird ja wirklich der absolute Wahnsinn. Guck, wie der schwimmt. Ihr seid jetzt mal ehrliche Schweine und der hat doch eine schöne Kruste. Oh, ist das fettig. Oh Gott, oh Gott. Chili.
Cheese Nuggets. Der Nugget ist drin. Die sehen richtig gut aus. Es ist so lecker. Der schwimmt, Digga, der schwimmt. Boah. Ich muss sagen, das kommt rein. Boah, geil. Hot Wings frittiert. Meiner Meinung nach werden unnormal lecker. Oh ja, guckt euch den an, Leute. Das wird lecker. Wie die mal? Ja. Aua. Ich habe einen Hot Brownie. Innen drin, falls ihr das nicht kennt, ist fließende Schokolade. Und das zu frittieren, ich schwöre es euch, Leute, das tut in diesem Herzen hier, in diesem fetten Herzen, tut das einfach nur weh. Digga, eine dicke Sünde. Let's go. Einfach nur mystisch, was sie hier gemacht haben. Boah, ich schäme mich. Oh, der Brownie. Mmh, der Brownie ist so lecker. Guckt euch mal diese Schokoschicht an. Das Frittierte macht es nicht schlechter. Es schmeckt sogar schokoladiger. 7.59 Uhr morgens. Ich muss echt sagen, mittlerweile sind die Krämpfe im Magen echt keinen Spaß mehr. Jeden Morgen hier im Toilette sprengen, ist kein schönes Gefühl. Um meinen Magen, oder ach, sind wir mal ehrlich, um der Toilette ein bisschen Pause zu gönnen, werden wir heute einfach mal selber zum Burger King Mitarbeiter, weil wir machen Burger King jetzt mal selber. Ich bin bereit für ein extra Long Chili Cheese. Wir brauchen dafür Kondensmilch. Die kommt hier mal rein. Wow. Dazu hauen wir dann einfach mal Käse. Den Käse dann einfach dann schön unterrühren. Chili rein, damit es ein bisschen brennt. Jetzt kommen die Burger dazu. Die habe ich natürlich selber hier geformt. Kann man natürlich sehen. Hotdogbrot mache ich nebenbei ready. Jetzt kommt die Entscheidung. Meine Käsesoße sieht ein bisschen komisch aus, merke ich gerade. Aber egal, die wird lecker. Die kommt erstmal schön rauf hier. Dann, die Boulette. Zwei Scheiben wunderbarer Käse. Ummanteln meine Süße hier. Darauf kommen Jalapenos. Und zum Abschluss Soße. Die sieht gruselig aus. Und das ist mein Long Chili Cheese. Wild ist er auf jeden Fall. Ob er schmecken wird? Ihr wisst gar nicht, wie gespannt ich bin. Ich hoffe sehr, ich hab's nicht verkackt. Hält gleich auseinandergefühlt. Wow, gruselig lecker, muss ich sagen. Die Soße ist komplett verkackt. Schmeckt nicht wie ein extra Long Chili Cheese, muss ich sagen, aber die Kondensmilch hier hat es so süß gemacht, das ist einfach ein süßer Burger. Würde ich nicht nachmachen. Die Soße ist so ekelhaft süß, dass es einfach irgendwie süchtig macht. Alter, Leute, mir geht's grauenhaft. Mein eigener Burger hat mich umgebracht, Alter. Ich bin seit 2 Stunden auf Toilette. Ich fühle mich so schlecht, Alter. Was habe ich da getan? Alter, wie ironisch ist das eigentlich? Ich esse eine Woche Burger King. Okay, hier und da ein bisschen Toilette lecken, aber an sich war es noch in Ordnung. Jetzt bin ich selber an den Herd und bin der schlechteste Burger King-Mitarbeiter, der überhaupt existiert. Alter, mein Magen tut so. Ich bin nur auf Toilette. Ich bin Dauerbesuch. Ich habe eine Dauerkarte, Alter. Ey, es ist einfach nur ekelhaft, aber ich fühle mich auch einfach nur scheiße. Ich muss zwar nicht kotzen oder so, aber ich muss wirklich gehen auf Toilette. Und Digga, es liegt nicht an Burger King, so gesagt. Ich habe es einfach selber eingebrochen. Das ist einfach. Alter, Burger King kann mich heute so lecken, ich gehe absolut nicht zu Burger King. Ich bin sogar überlegen, ob ich das abbrechen soll. Erstmal bleibe ich auf jeden Fall jetzt im Bettchen, meiner Ferdifuchs-Bettdecke und Tee trinken. Oh mein Gott, bitte, habe ich mir so viel zugenommen. Wow, wow, das geht ja sogar. Hallo, Burger King. Gesund. Das Schwein. Ich esse gerade meinen Zwieback, weil ich bin einfach nur noch auf Toilette. Das ist einfach so ironischerweise eigene Kochkunst. Mir zum Verhängnis wird aber nicht Burger King selber, sag ich mal. Was ich mir da gestern angetan habe, plus dieses Frittier-Ding. Das hat meinen Magen absolut gekillt, Alter. Ich habe einfach wirklich Toilettenwasser geduscht. Und ich will wirklich nicht mehr. Ich will jetzt nicht zu Burger gehen und mir was reinstopfen. Nein, das ist jetzt mal over, Alter. Ich will immer Pause. Mein Magen braucht verdammt nochmal Pause. Aber ich mache ein kleines Versprechen an euch. Und zwar wird ein Video kommen, wo ich selber Burger King machen werde. Hoffentlich diesmal aber richtig, weil ich schlucke kein Toilettenwasser mehr. Bitte lerne ich auch meinen Fehler. Diesmal muss es lecker werden. Dann muss ich sagen, ich habe mir eine Woche Burger King eigentlich viel schlimmer vorgestellt. Ja, es war nervig, mal wieder hinzugehen und hier und da. Aber Burger King hat wirklich leckere Sachen. Ich würde euch empfehlen, aber eher die Chicken und Crunchy Sachen zu nehmen, anstatt die Beef Sachen. Die fand ich nicht so nice. Oder Chili Cheese Nuggets. Oder so Brownie. Oh, wenn ich an die wieder denke. Ich danke euch aber nochmal für 500.000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video hier da lasst und ein Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.